Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Auch in der heutigen Börsensitzung überraschte der deutsche Leitindex mit einer hohen Schwankungsbreite. Ausgehend vom Tagestief bei 9.224 Punkten und dem Verlaufshoch bei 9.441 Zählern betrug die Handelsspanne bislang mehr als 200 Indexpunkte. Die Übeltäter waren ein weiter fallender Ölpreis sowie die Sorge über den derzeitigen Wertverfall der russischen Währung Rubel. Für ein wenig Entspannung sorgte ein deutlich besser als erwarteter ZEW-Konjunkturindex. Der Preisrutsch beim schwarzen Gold hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten spürbar nach oben gehievt. Der Indikator explodierte förmlich um 23,4 Punkte auf nunmehr 34,9 Zähler. Mitte Oktober lag der Wert noch im negativen Terrain. Oberhalb der Marke bei Null überwiegt Optimismus. Unterhalb des genannten Wertes sind die befragten Marktteilnehmer pessimistisch gestimmt. Von dem eingangs erwähnten Tagestief bei 9.224 Punkten hat sich der DAX mittlerweile deutlich nach oben entfernt. Allerdings notiert das heimische Börsenbarometer mit 9.297 Zählern rund 0,4% im Minus. Eine Erholungsbewegung ist beim Euro-US-Dollar zu beobachten. Im Augenblick sieht es nach einer Rückeroberung der Unterstützung bei 1,2445 aus. Ebenfalls im Plus ist der Goldpreis. Das Edelmetall legt aktuell um 1,4% auf 1.210 US-Dollar zu. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.